Was bedeutet Simp? Der Ausdruck Simp leitet sich vom englischen Wort simpering bzw. to simper ab. Simpering und to simper bedeuten auf Deutsch einfältig lächeln. Ende 2019 bis Frühjahr 2020 verbreitete sich das Wort auf TikTok unter dem Simp Nation Meme. In diesem Meme stellten TikTok-Teilnehmer Simp-Situationen in zwei Bildern dar. Erstens, was der Simp für eine Frau tut und zweitens die Pointe, wie der Simp dann etwas zurückverlangt. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Die Bezeichnung Simp kommt ursprünglich aus dem Lied Sippin' on Some Syrup from 36 Mafia. Dort ist der Simp das Gegenteil eines Pimps. Pimps sind erfolgreiche, selbstbewusste Menschen und Simps das Gegenteil. In Form des Memes wird Simp auch als Akronym verwendet. Sucker idolizing mediocre pussy. Trottel vergöttert mittelmäßige Muschi. Simp ist also eine neue, spezielle Bezeichnung für Nice Guys. Ein Simp tut alles für eine Frau, die ihm nichts zurückgibt. Er selber hat weder Mut noch Rückgrat. Durch kurzzeitiges, nettes Verhalten will er die Frau für sich gewinnen. Wenn das nicht funktioniert, wird er wütend. Ich hoffe, das Video hat euch wieder was extrem Wertvolles für euer Leben gelernt. Ich wünsche noch viel Spaß auf YouTube und ciao, bis zum nächsten Mal.